We love Handball. Der Podcast von Handball World mit Host Daniel Zobrist. Präsentiert von der Concordia, dem offiziellen Krankenversicherer von Handball Schweiz. We love Handball. Hallo liebe Handballfans, herzlich willkommen zum Podcast von Handball World. Bevor es losgeht, erzählt euch den Freunden, Familien und allen Handballfans von unserem Podcast. An dieser Stelle nochmal ein grosses Dankeschön unserer Presenting-Partnerin, der Concordia, und an Spar. Unterstütze auch du dein Team bei jedem Einkauf mit der Spar Handball-App. Unser heutiger Gast ist in Wetzikon im Kanton Zürich aufgewachsen und hat dort als Schülerin mit dem Handballsport angefangen. Zuerst als Juniorin bei der HSG Pfäffikon Vieraltdorf. Die jetzt 28-Jährige hat ab 2007 für den TV Uster gespielt und zwei Jahre später ins NLA-Team von Yellow Winterthur gewechselt. Nach 5 Saisons hat die Rückraum-Mittelspielerin dann im Jahr 2014 zum Liga-Konkurrenten LC Brühl gewechselt. Mit den St. Gallerinnen hat sie 2017 und 2019 die Schweizer Meisterschaft und 2016 und 2017 den Schweizer Cup gewonnen. Bei den Swiss Handball Awards ist sie 3-mal mit dem Preis zur besten Schweizer Spielerin ausgezeichnet worden. Dazu hat sie 2020 auch noch den MVP Award von der Spar Premium League überreicht bekommen. Seit dem Sommer 2020 spielt die 65-fache Internationale, die auch einen Abschluss in Medizintechnik hat, beim Bundesligist Thüringer HC. Herzlich willkommen, Kerstin Kündig. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich natürlich besonders heute als Gast bei diesem Podcast dabei zu sein. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen meinen Werdegang und auch meinen täglichen Alltag hier in der Bundesliga näher bringen kann während dem Podcast. We love Handball. Der Handball World Podcast. News. Du spielst jetzt bereits im zweiten Jahr in Thüringen. Wie hast du dich eingelebt? Welche Herausforderungen hat es hier am Anfang gegeben? Ich konnte mich sehr, sehr gut einleben hier in Thüringen. Also ich wohne in Erfurt. Thüringen ist ja das Bundesland, das dazugehört. Und ich habe wirklich, kann ich sagen, noch nie Heimweh gehabt, seit ich da bin. Das ist auch erstaunlich, obwohl halt das letzte Jahr durch Corona doch ein relativ schwieriges Jahr war. Trotzdem hat es die eine oder die andere Herausforderung gegeben. Unter anderem sicherlich im Ausland zu wohnen, sich zurechtfinden in einem Ort, wo man halt nicht zu Hause ist, weit weg war von der Familie. Und es war sicherlich auch sportlich eine grosse Herausforderung gewesen. Zum Beispiel das höhere Niveau in jedem Training, in jedem Spiel. Ich habe oft gemerkt, dass ich nicht mehr so ring einfach durchgekommen bin im 1-1, wie ich es vielleicht noch in der Schweiz gekommen bin. Ich habe immer 100% gegeben, dass ich irgendwie zum Erfolg gekommen bin. Und ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass es in Deutschland in der Bundesliga durch das höhere Ansehen vom Frauenhandball viel mehr externe Druckfaktoren gibt, dass es grösseres Interesse am Sport besteht. Durch das hat das Publikum, Medien, Sponsoren noch viel mehr Einfluss auf den Druck, der auf die Mannschaft ausgeübt wird, wenn nur rein der Staff oder das Team direkt mit den eigenen Ansprüchen, was man alles möchte erreichen. Und ich glaube, was für mich auch gerade als Rückraum-Mitte eine grosse Herausforderung war, ist, dass ich in einem Team spiele, das eine sehr internationale Besetzung hat. Das heisst, die Spielerinnen reden unterschiedliche Sprachen, haben unterschiedliche Ansichten, wie man Handball zu spielen hat. Und irgendwie sollte ich als Rückraum-Mitte ein einheitliches Konzept auf den Platz bringen können. Und das war sicherlich eine grosse Herausforderung gewesen. Vor allem am Anfang, aber auch jetzt immer noch. Du hast schon sehr viele Punkte, spannende Punkte angesprochen, die wir jetzt noch werden vertiefen. Bleiben wir vielleicht wirklich gerade beim Team? Wie viele Nationalitäten, von wie vielen Nationalitäten reden wir da? Ja, es sind tatsächlich unglaubliche 16 verschiedene Nationalitäten, die wir im Team haben. Das ist nicht nur für die Mitspielerinnen teils eine Herausforderung, sondern auch für den Trainer, der merkt, dass ganz verschiedene Handballsprachen geredet werden und dass man zum Beispiel in einem Timeout von nur wenigen Sekunden das Team in einer einheitlichen Sprache dazu bringen, dass etwas Sinnvolles nachher entstehen sollte. Und ich glaube, das ist wirklich einer der grössten Punkte gerade Anfangssaison, wenn Spielerinnen neu sind und noch sehr, sehr wenig Deutschkenntnis haben,
um das zu erreichen. Ist denn da quasi die Sprache, auch die Weltsprache Englisch, wo man, kann man fast sagen, oder wie geht ihr da vor? Und zum Zweiten, ist denn der Trainer schon der, der natürlich den Fahrplan vorgibt, also der taktische Fahrplan, den du sollst umsetzen auf dem Feld? Gibt es da ein Playbook oder wie hat er da geschafft? Zuerst mal, die Sprache, die wir hauptsächlich reden, ist Englisch, weil wir haben nur 2 oder 3 deutsche Spielerinnen in der deutschen Bundesliga. Darum ist Deutsch eigentlich nicht die Sprache, die hauptsächlich geredet wird bei uns im Training. Und das Gute ist, dass sehr viele Spielerinnen schon in verschiedenen Ländern gespielt haben. Das heisst, sie sind sich schon gewöhnt, auf Englisch zu kommunizieren. Und natürlich gibt es auch immer wieder Sprachen, die sehr ähnlich sind und man dann doch miteinander kommunizieren kann. Zum Beispiel alle skandinavischen Sprachen verstehen sich irgendwie und man kann dann halt auch übersetzen für Spielerinnen, die vielleicht im Englisch nicht ganz so gut sind oder geübt sind wie andere. Und es ist sicherlich so, dass der Trainer gibt hauptsächlich den Fahrplan vor. Jedoch ist es bei Thüringen eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Drücker und Mitte und Trainer, dass man auch ein bisschen versucht, Konzept zu optimieren und miteinander zu diskutieren, was könnte man besser machen, was könnte man ändern. Und darum, es ist nicht einfach nur er bestimmt, sondern es ist auch ein bisschen so eine Diskussion darüber, wie könnte man das Spiel optimieren, und dann wird der Fahrplan auch immer wieder ein bisschen angepasst. Wie würdest du die Spielanlage von eurer Mannschaft jetzt beschreiben? Das ist sehr abhängig davon, welche Spielerinnen gerade im Moment auf dem Platz sind. Also ich würde sagen, wir haben natürlich sehr, sehr schnelle Flügelspielerinnen, die sehr gerne Konter laufen und auch im schnellen Anspiel mit Tempo auch zu einfachen Goal kommen können. Aber wir haben natürlich auch klassische Werferinnen auf dem Spielfeld, die muss man in Situationen bringen, wo sie von 19 Metern ihre Goal machen können. Wir haben schnelle Spielerinnen, wo man muss ihnen Platz geben, dass sie isoliert in ein 1 gegen 1 gehen können. Das ist sehr, sehr abhängig, welches System wir spielen, abhängig von wem das auf dem Platz steht. Und wie sieht es aus? Jetzt vielleicht der Unterschied an, nimmt vielleicht viele Wunder in der Schweiz. Wie muss man sich das vorstellen, der Trainings- und Spielbetrieb, so in Deutschland, der Unterschied zur Schweiz? Gibt es etwas, wo dir gerade so aufgefallen ist, denn in der ersten Zeit, ups, das ist ganz anders, weder als wir das immer in der Schweiz gemacht haben, sei es im Training oder im Wettkampfspiel? Also zum einen ist es natürlich so, dass fast alle Spielerinnen Profis sind bei uns. Einige arbeiten ganz, ganz wenig auf Minijob-Basis noch oder machen ein Fernstudium nebenbei, wo sich aber die auch sehr frei können einteilen, die Zeiten, wo sie dann beschäftigt sind. Und ich denke, durch das ist es natürlich der grösste Unterschied, dass das Handball unser Beruf ist. Wir sind dazu da, um einfach unsere Training zu absolvieren. Und das steht immer im Vordergrund. Das heisst, wenn ein Training mal 2,5 Stunden geht, dann wird es sich nicht beschwert oder irgendetwas, weil das ist eigentlich das, was wir ja den ganzen Tag machen. Und ich glaube, das ist für mich am Anfang eine grosse Umstellung gewesen zum Schweizer Handball, wo natürlich alle von 8 bis 5 gearbeitet haben oder in die Schule gegangen sind oder ins Studium. Und dann am Abend hat man eine 1,5-stündige Hallenzeit gehabt, wo man einfach trainiert hat. Und dann ist die Hallenzeit aber auch vorbei gewesen. Und das ist ein riesen Unterschied. Uns gehört die Halle, wo wir trainieren. Wir können Trainings nach Belieben ausdehnen. Wir können Trainingszeiten auch meistens nach Belieben anpassen. Es wird auch sehr viel mehr verlangt, was nach Regeneration anbelangt. Also wir müssen gewisse Physiothermine wahrnehmen, wir müssen regenerative Läufe machen. Wir haben zum Teil 2 bis 4 Mal Videoanalyse pro Woche. Und das ist natürlich ein riesiger Unterschied, weil das zeitmässig gar nicht möglich war in der Schweiz, um neben dem 100% Job oder 100% Studium das alles noch reinzubringen. Wie sieht denn so ein Tagesablauf von dir aus, also jetzt während der Meisterschaft, im Normalfall? Wir haben Montag bis Donnerstag, also 4 Mal haben wir eine Morgeneinheit. Dort ist immer der Fokus Athletik, also entweder Kraft, Ausdauer, Stabi, ganz unterschiedlich mit unserer Physio- und Athletiktrainerin. Und am Abend jeweils eine Halleneinheit, also 5 Halleneinheiten am Abend. Und je nachdem, wie die Belastung in der Saison ist, kommt irgendwann noch ein Wurftraining dazu. Aber jetzt im Moment, da wir noch in 3 verschiedenen Wettbewerben dabei sind, also der Deutschen Liga, der Deutschen Pokal und der EHF League,
haben wir sehr viele englische Wochen und da ist natürlich der Trainingsbetrieb dann doch deutlich weniger wie in einer üblichen Woche, wo man dann nur Samstag ein Spiel hat. Aber normal gehe ich am Morgen ins Training, wird kurz vor dem Mittag können heimkommen, habe am Nachmittag Zeit, um teils noch Sachen für mein Studium zu machen. Also ich bin am Biologielehrdiplom dran und arbeite ein bisschen in der Geschäftsstelle vom Thüringer HC. Und dann gehe ich am Abend wieder ins Training. Und ja, das ist eigentlich so mein ganzer Tag im Lauf. Ja. Okay. Und wenn wir jetzt vielleicht noch kurz ein bisschen hinter Kulissen fragen bezüglich Training, was macht denn Kerstin Kündig eigentlich am liebsten im Training? Gibt es da Vorlieben oder ist das alles ähnlich gelagert? Oder Wurftraining, Taktik, Technik oder auch physisch? Welche Bereiche liegen dir da besonders und sagst, oh cool, das mache ich heute gerne, da freue ich mich drauf. Und wo musst du denn mehr ein bisschen dich überwinden auch? Ja, ich denke, jeder Handballer am liebsten würde eigentlich permanent 6 gegen 6 spielen im Training, weil das ist auch das, was halt sehr spielnöch ist. Es ist das, was Spass macht. Man kann sich als Mannschaft weiterentwickeln. Ich bin aber auch eine Spielerin, die sehr, sehr gerne individuelle Trainings hat, das heisst Wurftraining oder wirklich Techniktraining, weil ich glaube, das ist das, wo man am schnellsten Fortschritt erzielen kann, wenn man 100 Mal einen bestimmten Wurf übt, dass man dort besser wird. Was ich nicht so gerne mache, also ja, alle möglichen Bereiche von reines Kampftraining, so, wo man sich muss überwinden muss. Es gibt immer wieder so Training, wo man denkt, ey, das Training geht jetzt gar nicht vorbei. Das sind sicher nicht meine Lieblingstraining, wenn es nur physisch ist, nur um Ballkämpfen ist. So die ganz vielen kleinen Spiele, so Schnappball machen und möglichst viele Fouls können erzielen in gewisser Zeit. Das sind nicht so meine Lieblingsspiele. Aber ich muss sagen, eigentlich grundsätzlich, ich mag auch, was viele Spieler nicht mögen, zum Beispiel Lauftraining. Und das ist wahrscheinlich relativ untypisch, dass man das sagt, hat man lieber wie Krafttraining. Und darum, ich glaube, grundsätzlich kann man mit mir relativ viel machen im Training und ich bin zufrieden. Ja, das ist eine gute Ausgangslage natürlich für eine Profi-Handballerin. Wenn du jetzt zurückschaust, in welchen Bereichen würdest du sagen, hast du dich am meisten eigentlich weiterentwickelt, bist besser gekommen? Eben, es gibt den Wurf, es gibt den Sprungwurf, den Kernwurf, eine Täuschung, es gibt die ganze physische Komponente, das Taktische. Wo würdest du dich da sehen? Sagst du, da habe ich einen rechten Schritt vorwärts gemacht. Es ist schwierig, einen Bereich rauszunehmen, weil ich glaube, ich habe generell einen extremen Schritt nach vorne gemacht, weil es ist so ein Teufelskreis oder ein positiver Teufelskreis, ich weiß jetzt nicht, wie ich dem so sagen soll, aber wenn der Goalie gut ist im Training, das macht den Feldspieler besser. Wenn die Abwehr stark ist im Training, muss ich unbedingt mehr geben im Angriff, dass ich durchkomme. Wenn der Angriff stark ist im Training, dann muss ich besser in der Abwehr stehen, dass sie nicht durchkommen. Und ich glaube, das höhere Niveau hat mich dazu gezwungen, dass ich immer 100% geben musste, dass ich auch mitheben auf diesem Niveau. Und das hat mich in allen Bereichen, würde ich sagen, nach vorne gebracht. Aber am meisten Fortschritt würde ich, denke ich, sagen, habe ich im Angriffsentscheidungsverhalten gemacht, weil Gegner cleverer sind und ich schneller und cleverer wie denen muss reagieren im Angriff. Und ich glaube, dort habe ich am meisten profitiert in den Bundesliga-Spielen. Und kannst du uns verraten, wo du jetzt noch gerade dran schaffst für die nächsten Steps in deiner Karriere? Also wo sagst du, ja, da will ich noch besser werden? Ja, es gibt diverse Sachen, die ich gerade im Moment am Üben bin. Einerseits bin ich natürlich Wurfvarianten am Üben, vor allem Schlänzer bin ich in andere Ecken am Üben werfen, auch unter Bedrängnis. Ich bin mein 1-1 am Verbessern gegen Leute, die körperlich stärker sind als ich. Und was man natürlich als Hinemitte nie ausgelernt hat, ist, die Übersicht im Angriff zu verbessern, die richtigen Systeme anzusagen, in den richtigen Moment, die richtigen Spieler gut in Szene bringen, damit man gewinnen kann. Und ich glaube, in dem habe ich extremes Potenzial und da bin ich auch fleissig dran am Arbeiten. Wenn man jetzt auf die Liga schaut, die Bundesliga umfasst 14 Teams, wie sind die Kräfte verteilt?
vielleicht auch der Unterschied zu der Schweiz. Wie hast du das erlebt jetzt auch? Gibt es da auch Übermannschaften wie in der Schweiz? Ja, eigentlich immer so zwei Teams, unter anderem haben wir auch der LC Brühl in der Schweiz gesehen. Gibt es das in Deutschland auch? Oder ist da die Ausgleichheit grösser? Also es gibt definitiv auch Übermannschaften. Zum Beispiel Bietigheim das Jahr hat mit Abstand das grösste oder das beste Kader. Die Saison, sie haben bis jetzt auch noch keinen Punkt liegen lassen, sind Supercup-Sieger geworden und haben auch gegen uns gewonnen. Das ist schon das einzige Spiel bislang, das wir verloren haben. Letztes Jahr war es Dortmund, der überragend gespielt hat und verlustpunktfrei Meister geworden ist. Die haben jedoch sehr viele Spieler müssen abgeben, Spielerinnen müssen abgeben. Und sind aber doch bislang auch in der Champions League ein Überraschungsteam. Wir werden erst am allerletzten Spieltag von der ersten Runde auf sie treffen. Darum habe ich noch keine Ahnung, wie wir im Vergleich zu ihnen stehen. Aber ich denke, was die Bundesliga hat im Vergleich zu der Schweiz, einerseits natürlich mehr Teams und andererseits sind die Mittelfeldteams sind sehr, sehr ausgeglichen. Und dort ist es wirklich gefährlich, dass jeder gegen jeden gewinnen kann. Und es hat selten Mannschaften, wo man anreisen kann und sagen, ja, das ist eigentlich ein sicherer Sieg, sondern sie ist halt dann oft verbunden mit einer 6-stündigen Auswärtsfahrt. Dann muss man doch auch nach 6 Stunden zuerst hier das Spiel spielen und es kann immer gefährlich werden, egal ob man gegen den Hintersten oder gegen den Ersten spielt. Ja, du sprichst es an, ihr sind gut gestartet, haben erst einmal verloren, sind momentan nach 5 Spielen auf dem 4. Rang in der ersten Frauen-Bundesliga. Welche Saisonzielsetzung habt ihr euch eigentlich gegeben für das Jahr? Nach außen kommuniziert worden ist ganz klar Top 4, weil das gibt einen garantierten internationalen Startplatz für die Saison danach. Und jedoch haben wir jetzt gegen Blomberg und gegen Metzingen, die ebenfalls ungefähr das Saisonziel haben, schon gewinnen können. Und darum denke ich, sind wir auf einem guten Weg, auch einen zweiten oder dritten Platz in dieser Saison können zu erreichen. Ja, super. Da wünschen wir natürlich auch schon mal viel Glück, viel Erfolg, dass das auch klappt. Es spielen ja auch verschiedene andere Schweizerinnen in der ersten Frauen-Bundesliga. Denken an Charlotte Kehr oder Pascal Wider, Lisa Frey, Manu Brütsch, wie sie alle heissen. Steht man da in Kontakt miteinander, so immer mal wieder? Oder tauscht man sich aus? Sieht man sich sogar? Oder beschränkt sich das auf einen direkten Vergleich auf dem Feld, wo man sich dann wieder sieht? Ja, das letzte Jahr war sicherlich ein bisschen spezielle Saison, weil alle mit dieser Corona-Situation ziemliche Kontakteinschränkungen hatten. Man ist aber natürlich im Austausch mit anderen Nationalspielerinnen, die gerade jetzt in Deutschland spielen, weil man einerseits immer wieder Spiel von ihnen verfolgt und dann auch mal eine Rückmeldung gibt, hey, haben das Spiel gesehen, hast du gut gespielt oder lässig haben gewonnen oder wie auch immer. Und es gibt auch einmal so ein bisschen ein Stückchen Heimat zurück, wenn man kann Schweizerdeutsch kommunizieren da in Deutschland. Und ich glaube, es gibt schon so eine Verbundenheit von Spielerinnen, die dann im Ausland spielen und eigentlich weg von ihrer Familie sind. Und durch das versteht man sich in gewissen Situationen, denke ich, fast besser. Und man kann gute Gespräche führen und vielleicht auch Gespräche über Sachen führen, die einem gerade beschäftigen oder irgendwie Sachen, wo man nicht damit klarkommt im Ausland. Und dann fragt man mal, hey, wie machst denn du das? Hast du das schon mal gehabt? Wie sollte ich das lösen? Teils zum Beispiel versicherungstechnisch. Hast denn du das? Sollte man das machen in Deutschland? Und ich glaube, das sind Sachen, wo man wirklich untereinander viel Kontakt hat. Und jetzt ist zum Beispiel gerade am Sonntag ist Manu Brütsch ein Spiel von mir schauen, weil sie nicht weit weg wohnt und wir international gespielt haben und sie spielfrei hatten. Also man sieht sich schon auch außerhalb. Also ich glaube, das ist schon etwas, wo man darf. Ja, auch froh sein, dass es Leute herum hat, die doch vielleicht nur 2 Stunden weg wohnen, als wie die Familie 5-6 Stunden weg. Genau, du erwähnst es. Das ist natürlich eine grosse Heimreise, wenn du in die Schweiz kommst. Du musst auch planen. Wie manchmal schafft man das so während der Saison? Wie ist das, also wenn es nicht eine Corona-Zeit ist, sondern wenn man das sich alles wieder ein bisschen normalisiert mit dem Reisen, gibt es da mehrere Zeitfenster, wo du eben die 6 Stunden kannst in Angriff nehmen? Einerseits ist es natürlich so, dass jeweils vor und nach dem Nationalteam hat man meistens die Chance,
noch eine Nacht oder zwei können in der Schweiz bleiben, bevor man wieder zurück muss. Und das ist ja doch im Abstand von 2 Monaten jeweils, dass man fast wieder ein Nationalteam hat. Und andererseits denke ich, hat es immer mal wieder so, vielleicht mal 2 Tage oder 3 Tage, wo man frei überkommt nach einer starken Belastungsphase oder ein Spiel, das verschoben worden ist, weil der Gegner international gerade spielt an diesem Wochenende oder wie auch immer. Und dann nutzt man halt jede Chance zum Heimfahren in die Heimat. Was ist denn anders jetzt eben du wohnst gegenüber dir in der Schweiz? Gibt es so im Privatleben auch? Ist das eine grosse Anpassung für dich oder hat sich das schnell einmal normalisiert ins Nebenhandballfeld? Ich habe es überhaupt nicht einen riesen Unterschied gefunden. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich noch 0 Tage Heimweh hatte. Ich fühle mich wirklich sehr wohl. Ich fühle mich auch nicht, als würde ich irgendwie fern weg von der Schweiz wohnen. Natürlich, was auffällt, ist, dass natürlich die Natur ganz anders aussieht wie in der Schweiz. Es ist alles flach da, es hat Windräder anstelle von irgendwelchen Bergen, wo man wandern kann. So Sachen fallen auf, aber das Leben sonst ist sehr ähnlich und ich fühle mich wirklich auch die Heide an. Aber du sagst, dass du, vielleicht hängt das ja auch mit dem zusammen, dass du ein bisschen später ins Ausland gegangen bist, wie der andere jetzt, Junge, vielleicht auch mit dem Ausland eben liebäugeln. Was rot ist denn Juniorinnen oder 20-jährigen Spielerinnen ungefähr, die vielleicht jetzt schon an so ein Auslandabenteuer denken? Worauf müssten sie achten bei ihrem Entscheid und bei ihrem Wechsel? Das ist schwierig, jetzt ein Erfolgskonzept nennen, dass das klappt oder dass man glücklich wird im Ausland. Es ist meiner Meinung nach, soll jede Spielerin einfach auf ihr Bauchgefühl hören. Und wenn sie ein super Gefühl haben bei diesem Wechsel, dann sollen sie mutig sein und es probieren. Mehr wie dass es nicht klappt, kann nicht passieren. Und heimkommen kann man wirklich immer. Also ich glaube, das ist wie das Wichtigste, dass man das im Hinterkopf hat. Man kann gehen und in der Schweiz stehen einem die Türen nachher immer offen. Es ist dort, wo die Familie ist, es ist dort, wo das gewohnte Umfeld ist. Heimkommen dürfen wir. Und das ist, glaube ich, für den Kopf schon noch wichtig, wenn man den Wechsel wagt. Aber was ich gerade jungen Spielerinnen würde raten, ist, dass sie realistische Angebote annehmen. Also ich glaube, einfach zum besten Verein gehen, wo das Angebot kommt, ist nicht immer die richtige Lösung, sondern gerade mit 20, 21, 22 ist es sehr wichtig, dass man viel Spielzeit bekommt, dass man Verantwortung übernehmen auf dem Feld, dass man auch gesehen werden auf dem Feld für weitere Angebote, die man dann vielleicht bekommen würde. Und darum würde ich, das ist aber auch nur meine Meinung, eher vielleicht ein mittelgutes Angebot als ersten Schritt annehmen und sagen, hey, da kann ich mich zeigen mit meinen ersten 20 Jahren und kann man dann so darauf aufbauen, wie dass man noch mit hingeht und nur auf der Bank sitzt. Das ist sicher ein sehr guter Tipp. Wir gehen mal noch weiter zur Nationalmannschaft. Da haben ja in der ersten Oktoberwoche die 2 EM-Quali-Spiele gegen Russland und Polen stattgefunden. Ihr habt die Partien ja nicht gewinnen können, leider deutlich verloren, wobei eben gerade Russland als Silbermedaillengewinner von den Olympischen Spielen natürlich ein Riesenbrocken war. Wie sieht jetzt dein Fazit nach den beiden Partien, wo jetzt noch ein bisschen Zeit verflossen ist, aus? Wenn das nochmal ein bisschen Revue lässt, passieren vor deinem Auge, die beiden Auftritte? In meiner Meinung nach haben wir eigentlich 3 sehr gute Halbzeiten gehabt. Wir können mit beiden Halbzeiten in Russland zufrieden sein, weil, wie gesagt, gegen Silbermedaillengewinner von Olympischen Spielen wollen auswärts gewinnen, das ist schon ein sehr ambitioniertes Ziel. Und ich denke, mit -4 auswärts in Russland kann man sehr zufrieden sein. Und das kann man auch als Erfolg anschauen in dem Prozess, wo wir uns als Schweizer Frauen-Nazi befinden. Und ich denke, auch die erste Halbzeit gegen Polen war in meinen Augen ebenfalls gelungen. Ich war sogar ein bisschen enttäuscht nach der ersten Halbzeit, dass wir nicht geführt haben, weil eigentlich Chancen haben wir uns deutlich mehr erarbeitet. Wir haben einfach die Goal nicht gemacht. Aber man kann sehr zufrieden sein mit dem Spielaufbau und wir haben alles umgesetzt, was wir wollen, eigentlich in der ersten Halbzeit, bis aufs Goal machen.
aber grundsätzlich das Konzept hat passt. Und dann ist natürlich einfach die zweite Halbzeit gegen Polen eine absolute Katastrophe gewesen. Und das darf uns in diesem Ausmaß auch nicht wieder passieren. Vielleicht noch schnell dazwischen gefragt, weil nimmt viele vielleicht Wunder, was ist auch denn dort der Grund gewesen, dass man so den Faden nicht mehr gefunden hat, gerade jetzt im Angriff. Haben wir da überhaupt schon etwas herausgefunden? Ja, ich muss sagen, jetzt reden wir nur über den Angriff, ich glaube aber auch die Verteidigung. Also es ist eigentlich grundsätzlich in dieser Phase weder Angriff noch Verteidigung gut gewesen. Bis nachher Manu Brütsch dann wieder sehr viel Parade gehabt hat, Mitte zweite Halbzeit, hat auch in der Verteidigung sehr viel nicht gestimmt. Und ich glaube, wir sind ja mit der Unterzahl in die zweite Halbzeit gestartet. Wir haben gerade noch kurz vor der Pause eine 2 Minuten Strafe bekommen. In dieser Unterzahl haben wir einen 0-3-Lauf. Also von innen, Polen schiessen 3 Goal, wir machen kein Goal. Was uns natürlich dann gerade auf -6 distanziert. Und ich glaube, mit so einer jungen Mannschaft, die doch auch sehr wenig Training in dieser Woche können absolvieren konnte, weil wir eigentlich fast nur am Umreisen waren, haben wir dann auch ein bisschen so das Vertrauen verloren in unser eigenes Konzept. Obwohl wir einfach daran glauben und auch in Russland sind wir zwischenzeitlich mit -9 hinten und haben uns wieder sehr neu angekämpft. Darum wäre es auch möglich gewesen, nach einem -6 uns wieder anzukämpfen. Aber es hat dann jede ein bisschen den Kopf verloren. Es hat jede denkt, jetzt bringe ich noch eine eigene Idee in das Spiel rein, obwohl wir eigentlich besser unser Konzept weitergespielt hätten und ganz ruhig Goal für Goal wieder aufgeholt hätten, ist es dann in einem Chaos ausgeartet. Und wir haben das auch schon thematisiert nach dem Spiel, dass jede jetzt aus dem Spiel einerseits muss mitnehmen, was schlecht war, logischerweise, und an dem arbeiten. Aber man muss auch die erste Halbzeit anschauen und sagen, hey, schau, das hat geklappt und an dem müssen wir festhalten. Und in diesen Sachen sind wir wirklich gut. Und ich glaube, wir werden ja auch in 3 Jahren noch in einer ähnlichen Konstellation zusammenspielen, weil wir ein sehr junges Team sind und die Spielerinnen dabei bleiben werden bis 2024. Und wir werden nicht neue Spielertypen werden. Wir müssen aus dem, was wir haben, das Beste machen. Und darum müssen wir uns auch sehr darauf fokussieren, was ist uns gelungen in diesem Spiel und wie können wir unsere Stärken noch besser machen, dass wir dann irgendwann so eine Mannschaft wie Polen schlagen können. Ja, das ist sicher sehr richtig. Und wenn du jetzt die nächsten Spiele von der EM-Qualifikation noch anschaust und ein bisschen nachdenkst über die Chancen auf den Gruppenrang 2, sehen wir da noch realistische Chancen, dass man eben vielleicht auch gegen Polen auswärts etwas kann realisieren und da nochmal aufschliessen? Das Wichtigste wird sein, dass wir die 2 Spiele gegen Litauen gewinnen. Und dann kommt der letzte Lehrgang, dann, wo wir eben nochmal Polen auswärts und Russland zuhause haben. Und wenn man dort eine Überraschung schafft, dann ist es immer noch genau die gleiche Ausgangslage, wie wenn wir jetzt diese Woche da im September eine Überraschung geschafft hätten. Und dann müssen wir schauen, wie die anderen gegeneinander gespielt haben und was resultattechnisch dann drin liegt. Aber es ist sicher jetzt, das erste Ziel ist gegen Litauen 2-mal gewinnen. Und nachher werden wir das Bestmögliche geben, um entweder gegen Polen oder Russland zu überraschen. Und man schilt natürlich auch immer ein bisschen richtig die Euro 2024, die ja in Basel auch einen Spielort hat. Also die Schweiz ist Mitorganisator von dieser Europameisterschaft von der Frauen. Ein grosses Event, ein Top-Event, etwas Einmaliges. Was bedeutet der Anlass für dich? Natürlich ist es die einfachste Variante, um jemals an einer Endrunde spielen zu können, wenn man ein Heimturnier austragen darf. Aber ich glaube, die Bedeutung ist auch, muss man auch ein bisschen weiterdenken und hoffen, dass durch so einen Heimanlass der Schweizer Handball oder der Schweizer Damenhandball mehr Anerkennung und auch öffentliches Interesse kann gewinnen. Weil ich glaube, je mehr Mädchen sich für den Sport begeistern können, desto breiter wird die Auswahl später, um eine Nationalmannschaft zu gründen, um eine Nationalmannschaft zu bilden. Und ich glaube, das ist immer noch etwas, wo wir halt als Schweizer irgendwie hinten drin sind im Vergleich zu grossen Top-Nationen im Frauenhandball, dass wir nicht die gleiche Auswahl haben an Spielerinnen, die Handball begeistert sind. Und so Turniere sind eine riesige Chance, um
der Öffentlichkeit eine Plattform bietet, um sich begeistern für den Sport. Und ich habe auch in dieser Hinsicht neben natürlich persönlichen Zielen dort noch das Messen mit der Weltspitze und einen Schritt weiterkommen in dem ganzen Prozess, wo sich der Schweizer Handball befindet, finde ich das auch einen sehr wichtigen Aspekt von dieser Heim-EM. Kann man schon etwas sagen, was traut man sich zu in dem 2024 als Schweizer Mannschaft oder von was träumt er? Oder vielleicht sogar ein bisschen konkreter, genau, was muss ich jetzt noch tun, was muss ich verbessern? Wahrscheinlich überall muss man versuchen, noch einfach besser zu werden in den nächsten 2,5-3 Jahren. Ich denke auch, es gibt sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Wir sehen jetzt nur schon, es ist jetzt ein Jahr, die Handballakademie am Laufen bei den Frauen. Und es sind unheimlich viele Talente mit riesigem Potenzial. Und was die Mädchen schon innerhalb von wenigen Monaten für Fortschritt gemacht hat, das ist enorm schön zu mit anschauen. Und ich hoffe, dass gerade aus dieser Handballakademie noch sehr viele Rohdiamanten geschliffen können werden und die uns auch sehr viel werden helfen bis 2024. Und andererseits auch die etwas gestandenen Spielerinnen. Ich hoffe, dass immer mehr den Schritt ins Ausland werden wagen, dass sie wieder gefordert werden, weil ich finde, in der Schweizer Liga zählt man schnell zu den besten Spielerinnen und muss nicht mehr ganz 100% geben. Und ich glaube, wenn man dann den Schritt wagt, ins Ausland zu gehen, muss man wieder. Man muss nicht nur im Spiel, sondern man muss auch jeden Tag im Training einfach abliefern. Und da sehe ich wirklich ein grosses Potenzial von den Jüngeren, von den älteren Spielerinnen, um sich bis 2024 bestmöglich weiterzuentwickeln. Und dann wird man müssen schauen, was es für eine Gruppenauslosung gibt dann an dieser Euro, wie das alles dann zusammengesetzt ist, um genaue Ziele zu definieren. Aber Kerstin Klündig träumt da schon von der Hauptrunde, oder? Hoffe ich. Da werden wir eins draufsetzen gegenüber den Männern, die es ja damals am eigenen Heim-Euro knapp nicht geschafft haben, sich für die Hauptrunde zu qualifizieren. Natürlich. Also es wäre gelogen, wenn wir dort hingehen und sagen, super, jetzt spielen wir irgendwie 3 Spiele und dann gehen wir wieder heim. Natürlich möchte man dann einziehen in die Hauptrunde und natürlich möchte man auch sich so gut wie möglich verkaufen an dieser Heim-EM. Jedoch muss man schon auch sehen, dass es gerade an einer Euro immer schwierigere und einfachere Gruppen gibt. Und ich denke, da müssen wir dann schon, man kann sicher davon träumen und ich hoffe auf eine sehr gute Auslosung und alles, aber man muss trotzdem auch ein bisschen realistisch bleiben. Dass wenn man jetzt gerade irgendwie Welt- und Europameister in der gleichen Gruppe gefühlt hätte, dann wäre der Traum immer noch da als Traum, aber vielleicht nicht so ein realistischer Traum. Ja, mit einer vollen Basler St. Jakob-Halle, 6'000 Zuschauer, da kann es ja nur Punkte geben, nehme ich einmal an. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu dem Fördergefäß, zu dieser Concordia Handballakademie, die es ja seit einem guten Jahr jetzt gibt. Wärst du auch gerne dabei gewesen? Da wäre ich natürlich gerne dabei gewesen. Es ist ein unheimlich tolles Projekt und es ist durch das, dass es auch so ein einmaliges Projekt ist, jetzt wo auf Beine gestellt worden ist, mit einem auch mit dem OIM eine Möglichkeit zum Trainieren, die ich noch nie vorher gesehen habe in der Schweiz. Was es dort für Möglichkeiten gibt für professionelles Essen, Training. Alle Bedingungen rundherum sind einfach perfekt für die Mädchen. Und man sieht jetzt schon, dass sie, es ist natürlich auch optimal, dass der Martin als Nationaltrainer auch ihr Akademietrainer ist. Er bringt ihnen genau das bei, was er auch verlangt bei uns in der A-Nationalmannschaft. Sie werden täglich mit seiner Handballsprache konfrontiert. Sie verinnerlichen das, sie machen genau, sie setzen das täglich um, was wir versuchen in einer Woche dann jeweils umzusetzen, wenn wir im Nationalteam sind. Ich habe es nicht erwartet, dass Mädchen so schnell so viel Fortschritt machen können. Und ich bin sehr gespannt, was die in den nächsten 3 Jahren noch wert für Fortschritt machen bis 2024. Ja, das war ein schönes Schlusswort gewesen. Bevor wir zum zweiten Teil kommen, nochmal ein grosses Dankeschön an unsere Presenting-Partnerin, der Concordia, und an Spar. Unterstütze auch du dein Team bei jedem Einkauf mit der Spar-Handball-App. Wir kommen zum zweiten Teil von dem Gespräch.
Da geht es auch noch mal ein bisschen um die Anfänge und um dich persönlich. Wir schauen noch mal ein bisschen zurück. We love Handball. Der Handball World Podcast. Inside. Du bist in Heidnau aufgewachsen, hast dann in Wetzikon lang gelebt mit der Familie. Welche Rolle hat der Handball früher denn dort schon gespielt oder eben auch in der Familie gespielt oder der Sport generell? Erzähl uns da mal ein bisschen aus dieser Zeit. Meine ganze Familie ist sehr sportlich. Es sind fast von Grosseltern an über Eltern und meine beiden Schwestern alle irgendwie mit Sport verbunden. Verschiedene Sportarten. Mein Papi hat selber sehr lange Handball gespielt, wodurch ich natürlich auch samstigerweise in der Halle war und als kleines Mädchen schon irgendwo neben dem Spielfeld halt rumgeballert habe. Und ich glaube, durch das wahrscheinlich unbewusst habe ich irgendwie Freude am Handball gefunden. Habe mich dann in der ersten oder in der zweiten Klasse, das mag ich mich nicht mehr ganz so genau erinnern, habe ich mich selber so Mittwochnachmittag Schulsport angemeldet zum Handball spielen. Und ja, anscheinend hat mich das, seit ich 7 bin, irgendwie begeistert und ich bin dabei geblieben und glaube, habe mich auch gut dafür entschieden, hier zum Handball spielen und nicht irgendeinen anderen Sport. Kannst du es in Wort fassen, was dich vielleicht besonders fasziniert am Handball? Ist es generell der Teamgedanke oder eben bist du lieber jemand, der auch etwas mit den Händen machen will? Also als Kind, als ich mich entschieden habe, zum Handball spielen, denke ich, war es hauptsächlich Spass mit Freunden haben, gemeinsam in der Halle rumrennen, sich auspowern können. Und heute, wenn ich jetzt versuche zu beschreiben, was mich am Handball fasziniert, dann wäre es, dass es eine Kombi ist aus Schnelligkeit, Kraft, Technik und Spielverständnis und dass es eben nicht lange zum nur in einem Bereich gut sein. Und ich glaube, das macht den Handball so besonders, dass es nichts bringt, wenn jemand einfach nur kräftig ist. Sondern es braucht immer alle Komponenten. Und ich glaube, das ist für mich das, was fast das Faszinierendste ist an dem Sport, dass man so ein Rundum-Paket muss haben, um wirklich erfolgreich zu sein. Und auf welcher Position hast du eigentlich angefangen? Ist das da schon rückwärts links, Mitte gewesen, oder sind das noch andere Positionen gewesen? Seit ich mich mag daran erinnern, dass es fixe Positionen gegeben hat im Handball. Und da rede ich jetzt natürlich nicht von Schulsport, Mini-Handball, wo man einfach überall mal ein bisschen gespielt hat, wo man gerade noch hat können gebraucht werden, habe ich immer Rückraummitte gespielt, weil ich war immer relativ jung und klein war. Und für zwei Positionen hat es mir nicht gelangt. Und ich bin, glaube trotzdem relativ schnell technisch einigermaßen stark gewesen, dass man gemerkt hat, sie kann mit dem Ball umgehen und sie kann die Pässe spielen, aber doch irgendwie zu klein für den Rückraum. Und dann ist recht schnell klar gewesen, dass ich auf Mitte positioniert worden bin und dann bin ich zum Glück irgendwann dann auch noch ein bisschen gewachsen, als ich älter wurde. Hat es auf dem sportlichen Weg auch Vorbilder gegeben oder sportliche Vorbilder, besondere Momente, wo du jetzt so zurückdenkst, die haben dich besonders motiviert oder dir vielleicht eben einen Kick gegeben in die richtige Richtung? Und was wäre da gewesen? Ich habe mir die Frage selber schon oft gestellt, ob ich ein Vorbild in dem Sinn hatte. Ich glaube nicht, dass ich ein spezifisches Vorbild hatte, sondern mehr. Mich haben immer die Sportler fasziniert, die rein durch den Sport Schlagzeilen gemacht haben. Mich haben immer so Leute wie ein Roger Federer oder so beeindruckt, die wirklich einfach gut waren und nicht durch noch so Nebenschauplätze neben dem Sport irgendwie für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Und ich glaube, vom sportlichen Gedanken und dem Charakterzug sind das alles solche Sportler gewesen, die mich begeistert haben. Und aus Handball bezogen, wie gesagt, mein Papi hat selber Handball gespielt. Ich durfte sehr viel Paddy spielen oder ein Yellow Cup schauen, wo ich schon ganz, ganz klein war, bin bei voller Halle gewesen. Hier zumal wohnen, Ami und GC in der Nazi A sind bei den Herren, habe ich so Spiele können schauen in der vollen Saalsporthalle. Und ich glaube, dass die Stimmung in der Halle, wenn eine Handballhalle ausverkauft ist, die positive Stimmung, das hat mich sehr früh fasziniert und dazu gebracht, ich würde die auch irgendwann mal in einer vollen Halle können spielen. Und auf mein eigenes handballerisches Spiel
Ich habe sehr viel Handball geschaut und ich habe sehr oft etwas gesehen am Samstag in dieser Halle, wo ich gesagt habe, das möchte ich lernen. Genau das. Und das war nicht abhängig, ob ich den Spieler toll gefunden habe oder die Spielerin super gefunden habe, sondern ich habe die bestimmte Aktion super gefunden. Und dann konnte ich regelmässig ins Training gehen zu meinen Trainern und sagen, «Schau, der Pass am Kreis, das möchte ich üben.» Und ich glaube, das sind nicht Vorbilder im Sinne von einem speziellen Typ Sportler gewesen, sondern einfach Aktionen, die mich irgendwie beeindruckt haben und ich auch haben können. Ja, und dann hat es natürlich schnell einmal die ersten Highlights gegeben, die grossen Momente. Und jetzt schon ein bisschen zuschauen, ich denke auch an Göpsig 2016 oder als erstes Länderspiel. Bleibt einem das noch? Jetzt hat es schon 65 gegeben, du hast mehrere Titel gewonnen, auch persönliche Geschichten. Was ist da noch? Was haftet dir noch nachher, wenn du jetzt zurückdenkst? An mein erstes Länderspiel mag ich mich noch fast erinnern, als wäre es gestern gewesen. Es ist wirklich, wo die Einladung, ich bin noch nominiert worden, als ich glaube 16-Jährige etwa, für die A-Nationalmannschaft, weil irgendjemand verletzungsbedingt oder was auch immer ausgefallen ist. Ich habe den Anruf bekommen, kannst du übermorgen kommen? Ich bin aufgeregt, ich habe eine schlaflose Nacht gehabt, dass ich in die A-Nationalmannschaft muss. Und es ist, ja, ich habe dann das erste Länderspiel in Kloten dürfen bestreiten. Dazumal habe ich bei Yellow in der Nazi angespielt. Meine Mannschaft hat trainingsfrei bekommen, um mich anführen zu können an diesem Mittwochabend. Es war für mich ein sehr besonderer Moment, dass ich hier auch die einzige Spielerin von Yellow war, die in der A-Nationalmannschaft war. Der Verein war stolz. Ich habe gemerkt, es ist etwas Besonderes, was ich gerade in dem Moment irgendwie auch erreichen durfte. Und dann durfte ich sogar ein paar Minuten spielen. Auch bedingt, dass die richtigen Personen 2 Minuten Strafe geholt haben und es mich dann einfach gebraucht hat. Logischerweise war es nicht das beste Spiel von meinem Leben, weil ich auch nur ganz wenige Minuten dort gestanden bin. Aber es ist für mich, bleibt das immer in sehr, sehr guten Erinnerung, das erste Länderspiel. Und die Gewinne mit der Meisterschaft, was ist da abgegangen? Ich meine, mit Brühl hast du doch mehrmals einen Titel geholt. Wir haben es eingangs, habe ich es gesagt, Meistertitel oder eben Göpsig. Dann aber auch persönliche Auszeichnungen als MVP oder gewählt zu werden als beste Schweizer Spielerin. Wie schaust du darauf zurück? Ja, ich glaube, dass jeder Titel so seinen ganz eigenen Charme hat, den man irgendwie gewinnen kann. Also mein erster Titel überhaupt war der Göpsig. Und das ist natürlich etwas Besonderes, weil man noch nie einen Pokal in die Höhe stemmen konnte. Also ja, Juniorenzeiten schon, aber das erste Mal in einer aktiven Mannschaft können so einen Pokalsieg feiern, das ist etwas, was einem sicherlich das Leben lang in Erinnerung bleibt. Aber ich glaube, was auch immer sehr, sehr schön war, ist, dass es, alle Leute sind immer glücklich in dem Moment. Das ist so etwas Schönes, wenn der Abpfiff kommt und man merkt, die ganze Halle ist glücklich. Es fallen meistens ganz, ganz viele Steine vom Herzen. Je nachdem, wenn man bei einem Serienmeister bei Brühl gespielt hat, ist das auch immer eine grosse Erleichterung gewesen, dass man es dann über die Bühne gebracht hat und hat so einen Titel holen. Der besondere Titel war für mich immer noch der 30. Meistertitel von Brühl gewesen, weil das natürlich für den ganzen Verein ganz ein besonderer Meilenstein war. Der 30. Titel gewinnen, das schafft kaum ein Verein jemals und das ist ganz etwas Außergewöhnliches gewesen, wo dann auch zur Folge hat, dass wir ein Fest gemacht haben mit wirklich allen möglichen Leuten, die irgendwie in diesen Zeiten an irgendeinem von diesen Titeln beteiligt waren. Und das ist etwas, das erlebt man, glaube ich, nicht mehr wie einmal in seiner Karriere so einen 30. Meistertitel feiern können. Und die persönlichen Auszeichnungen, das ist, ja, man kann das nicht gleich teilen wie ein Meistertitel oder ein Cup-Sieg. Ich glaube, das ist das Besondere an der Mannschaft, dass man eben als Mannschaft kann feiern kann, dass man als Mannschaft für eine ganze Saison ja, irgendwie etwas überkommt, was einem halt glücklich macht für all die Arbeitsstunden. Und ich glaube, die persönlichen Titel sind mehr eine Genugtuung für einen selber, dass man halt so viel Mal gesagt hat, nein, heute Abend komme ich nicht an den Geburtstag, ich gehe trainieren. Nein, heute Abend gehe ich wieder in die Halle. Ah, das Grosse ist dort, ah nein, ich gehe trotzdem am Sonntag irgendwo wieder in die Halle. Und ich glaube, es ist so viel Verzichten und so viel
irgendwie auch investiere in den Sport, wo natürlich dann so eine persönliche Auszeichnung doch auch etwas Schönes ist, zum irgendwie mal sagen, doch, irgendwie, ich habe viel erreicht, obwohl, also auch, und das ist ja Genugtuung für das, was man immer gesagt hat, das mache ich später in meinem Leben, oder ich bin jetzt halt nicht dabei. Und das ist schon auch etwas sehr, sehr Schönes. Ja, und du könntest es nicht besser sagen, es war ein wunderschönes Schlusswort von dem zweiten Teil, Kerstin Kündig. Wir kommen langsam zum Schluss von unserem Gespräch. Es kommt noch zum Duell 1 gegen 1. Du kennst es von anderen Podcasts. Zwei Begriffe, du entscheidest, welchen Begriff dir mehr zusagt. Bist du bereit? Ja. We love Handball. Der Handball World Podcast. Countdown. Erfurt oder St. Gallen? Das ist ein schwieriges Duell. Ich würde sagen St. Gallen, weil es einfach meine Heimat ist und ich doch ein sehr heimatverbundener Mensch bin, obwohl Erfurt auch so schön ist und ich mich auch darin verliebt habe. Bundesliga oder Spar Premium League? Bundesliga. Lieber persönlich Angriff oder Verteidigung spielen? Angriff. Lieber Kraftraum oder Lauftraining im Freien? Da werden jetzt ganz viele Zuhörer sich an den Kopf legen, aber tatsächlich Lauftraining. Winter oder Sommer? Sommer. Wandern oder Schwimmen? Wandern, ganz klar. Skifahren oder Snowboarden? Ich kann beides und mache auch beides gerne, aber für die Zukunft wahrscheinlich Skifahren. Meer oder Berge? Berge. Lesen oder Film schauen? Das kommt auf die Situation drauf an. Am Strand oder so würde ich lieber ein Buch lesen und am Sonntagabend doch lieber einen Film schauen auf der Couch. Teigwaren oder Pizza? Teigwaren. Wein oder Mineral? Mineral. Kochen oder essen gehen? Definitiv selber kochen. Schreiben oder telefonieren? Telefonieren, viel, viel lieber. Kerstin, damit sind wir am Schluss. Wir werden natürlich deine Karriere mit grossem Interesse weiterverfolgen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat riesig Spass gemacht. Es war sehr spannend gewesen. Ich wünsche dir weiterhin in deiner Karriere viel, viel Erfolg. Danke auch vielmals fürs Gespräch. Ich habe mich extrem gefreut, um hier Gast zu sein in diesem Podcast. Ich hoffe auch, dass ich vielleicht jungen Mädchen ein bisschen aufzeigen konnte, wie mein Weg war, dass ich auch der ganzen Handball-Community ein bisschen Einblick geben konnte in meinen Alltag. Und ich freue mich jetzt schon darauf, wenn die nächsten Länderspiele in der Schweiz sind und ich wieder vor Heimpublikum spielen darf. Und an dieser Stelle auch nochmal ein grosses Dankeschön allen Zuhörerinnen und Zuhörer von dem Handball World Podcast und natürlich unserer Präsentin-Partnerin, der Concordia und der Spar. Unterstütze auch du dein Team bei jedem Einkauf mit der Spar Handball App. We love Handball. Der Handball World Podcast wurde präsentiert von der Concordia. Dir vertraue ich.